Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Microsoft hat vor ganz kurzer Zeit das Windows Terminal released. Und was das ist und wie das so aussieht, werden wir jetzt einfach mal einen ganz kurzen Blick drauf werfen und ich zeige euch, warum das für euch im Homelab demnächst doch ziemlich spannend sein soll. Los geht's nach der Intro. Diejenigen von euch, die auch Systemadministrator sind, wie ich das bin, benutzen wahrscheinlich geschäftlich auch zwischendrin mal die PowerShell. Die DOSBox ist quasi Pflicht, wobei es PowerShell eigentlich mittlerweile zum Beispiel Windows-Admins auch fast nicht mehr ohne geht. Und je nachdem, wenn ihr noch Firewall habt oder andere Linux-Systeme, braucht ein oder andere auch mal Putty. Ich habe zwar vor 4 Monaten schon mal ein Video dazu gemacht, wie man direkt mit PowerShell SSH verwendet. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber nichtsdestotrotz greifen viele immer noch zu Putty. Da Microsoft das Ganze auch erkannt hat und gesagt hat, hey, warum haben wir eigentlich nicht so ein allumfassendes Terminal, wie das zum Beispiel OS X hat oder quasi auch Linux. Das wollen wir auch machen. Und mit der neuen Windows 10 Version, die ja vor 2-3 Wochen ungefähr rausgekommen ist, also mit der 19.03, ist dann heute endlich die erste Preview von dem Windows Terminal veröffentlicht worden. Das kriegt ihr im Store, also wenn ihr einen Windows 10 Client habt, der entsprechend aktuell gepatcht ist, einfach in Store Windows Terminal eingeben und dann könnt ihr euch die runterladen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt an meinem Rechner. Und dann werden wir mal sehen, was wir damit so alles machen können. So, das hier ist mein Windows 10 Client. Wenn die gerade angegeben im Windows Store hier oben übersuchen, Windows Terminal eingeben. Und dann gibt es hier die Windows Terminal Preview. Und können die quasi hierüber herunterladen, dann starten. Seht ihr auch eine Systemanforderung, was Minimum ist, und das ist quasi die aktuelle Version von der Windows 10 19.03. Habt ihr die also noch nicht bekommen, entweder über den Upgrade-Assistenten das Ganze hochziehen oder einfach mal über die Windows-Update suchen und dann kriegt ihr das Ganze auch. Anschließend einfach hier auf Herunterladen klicken und los geht's. Ich starte es jetzt gerade mal aus dem Store heraus. Und dann seht ihr auch schon hier die Anwendung. Das ist gar natürlich eine Pre-Alpha sozusagen. Microsoft möchte sehr früh an die Kunden rangehen, um einfach schon mal die ersten Fehler rauszufinden. Das heißt, findet ihr irgendeinen Bug, wäre es natürlich von euch super, wenn ihr das direkt bei Microsoft im GitHub-Portal dort eintragt, was ihr für einen Fehler habt und so weiter. Was mir zum Beispiel gerade schon aufgefallen ist, wenn ich jetzt hier oben in der Mitte klicke, kann ich das Feld nicht ziehen. Also ich muss das auch hier drüben anpacken. Wahrscheinlich, weil das hier schon direkt für neue Dinge oder neue Tabs festgemacht ist. Und Tabs ist zum Beispiel eine der wirklich spannenden Neuerungen, weil weder die PowerShell noch die CMD haben ja wirklich hier Tabs. Ich kann also hier einfach verschiedene Felder hinzufügen und man sieht es halt auch wirklich an der Alpha, dass hier noch die einzelnen Tabs wirklich einen kompletten Namen drin ist und nicht irgendwie meine Abkürzung in PowerShell und so weiter. Und es wird auch noch nicht zusammengefasst und diesen ganzen Kram. Also wenn ihr das produktiv einsetzt, beachtet das entsprechend, dass dann natürlich noch nicht alles funktioniert. Standardmäßig wird eine PowerShell gemacht. Wer, wie gesagt, wie ich im Windows-Admin-Umfeld umgeht, müsst ihr euch unbedingt mit der PowerShell beschäftigen. Ihr werdet nicht drum herum kommen. Und ansonsten könnt ihr hier oben über den Button und dann CMD einfach eine normale DOSBox öffnen, falls also irgendwelche Befehle sein sollten, die es in der PowerShell nicht gibt oder halt entsprechend kein Alias für den CMD-Befehl gibt. Zudem haben wir hier oben noch die Settings. Beim ersten Mal fragt er hier bitte, mit welcher Datei oder mit welchem Programm möchtest du das öffnen. Diese Profiles ist eine JSON-Datei. Entsprechend seht ihr es hier auch an der Syntax, wie das Ganze aufgebaut ist. Und hiermit könnt ihr das Ganze total beliebig anpassen.
Also wer wie ich macOS User ist und Item 2 zum Beispiel verwendet, könnt ihr das Ganze natürlich dann über eine Oberfläche machen. Ich gehe mal davon aus, dass viele Dinge auch da irgendwann über eine Oberfläche kommen, aber am Anfang das Ganze noch über die profiles.json zu administrieren ist. Ansonsten gibt es hier Feedback. Also springt direkt hier auf Terminals und ihr seht, ah, da ist schon ziemlich viel auf. Und einfach mal durchgucken, was da ist. Vielleicht ist es schon aufgefallen. Wenn nicht, seid so gut, helft den Entwicklern wirklich mit und macht das Ganze zu einem guten Produkt, weil nur dann kann man hinterher auch ein wirklich richtig gut benutzbares Produkt haben. Das ist jetzt nicht übrigens für Microsoft, sondern egal, wo ihr findet, schreibt die Entwickler an, schreibt in eine Mail, sagt hier, ich habe da einen Fehler gefunden, das und das. Ich würde sagen, 90% der Entwickler sind auch froh darüber, dass jemand dem was sagt, dass es Feedback gibt und entsprechend freuen sie sich darüber. CMD, wie gesagt, hier funktioniert alles ganz regulär. In der PowerShell natürlich auch. Da könnt ihr auch diverse PowerShell-Befehle eintragen. Hier geht natürlich auch SSH. Und da könnt ihr euch dann entsprechend ganz fix auf irgendwelche Rechner anmelden. Was ich vorhin schon allerdings festgestellt habe, und das ist doch relativ großer Bug, ein Add-Zeichen funktioniert halt leider noch nicht. Also vorhin selbst, ich habe ja hier über RDP jetzt vom Mac dann drauf, selbst von einem Windows-Laptop. Das ist natürlich ziemlich blöd, weil so könnt ihr halt dann nicht quasi hier root add IP-Adresse euch eintragen. Wer experimentiert oder wer gern experimentiert, dem würde ich das empfehlen, einfach mal runterzunehmen. Ich habe das auch schon auf meinem Arbeitsnotebook vorhin mal installiert und werde es jetzt so die paar Tage noch komplett austesten. Mal schauen, was für Bugs da sind. Werde auch mal mit den Einstellungen rumspielen für das Design und entsprechend einfach mal so ein bisschen Erfahrung sammeln. Komplett vorinstalliert soll es angeblich mit der nächsten Windows 10 Version, also wahrscheinlich 19.09. Mal schauen, ob es dann wirklich soweit sein wird oder ob es dann noch Beta-Stadium ist und Microsoft sagt, nee, wir liefern das noch nicht mit aus und machen es erst irgendwann nächsten Jahres. Aber das werden wir dann noch sehen. Ich hoffe, euch hat der kurze Einblick gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn sonst irgendwas ist, natürlich gerne auch. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal. Am besten klickt ihr die Glocke mit dabei, damit ihr über meine neuesten Videos auch zeitnah informiert wird. Alles andere auch einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da sind ein paar coole Links für euch dabei. Und ansonsten sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Bis dann, danke und ciao, ciao.